Ja, wir wollen Horsch Live auch nutzen, um ein bisschen über unser neues Firmenleitbild zu sprechen. Ich denke, den Slogan, den Claim Landwirtschaft aus Leidenschaft, der ist sehr, sehr bekannt und wird Gott sei Dank auch mit dem Namen Horsch in Verbindung gebracht. Dieses Leitbild ist in den letzten Monaten oder gar im letzten Jahr, ich glaube, so kann man es runterbrechen, etwas im Wandel und wir bewegen uns auf ein neues Leitbild zu, das man auch so ein Stück weit zusammenfassen kann mit dem Spruch zusammen für eine gesunde Landwirtschaft. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, unser Hintergrund hier im Studio ist geprägt von einem Hashtag FutureGround. Hinter diesem Hashtag werden wir auch in Zukunft interessante Inhalte veröffentlichen, einmal natürlich zu Technik, auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz viel zu Ackerbauthemen und vor allem eben auch zu Innovationen für die Zukunft. Ich habe unseren Chef, den Michael Horsch, gebeten, mit seinen Worten das zusammenzufassen, wie sich das Leitbild entwickelt hat, wie auch das neue Leitbild entstanden ist, und das Ganze haben wir im Vorfeld aufgezeichnet und ich freue mich jetzt für diesen kurzen Beitrag. Dankeschön. Wir haben ja mal vor 40 Jahren, wie das Unternehmen gegründet wurde, dann irgendwann mal uns einen Leitmotto gegeben, Landwirtschaft als Leidenschaft. Das denke ich auch, die Masse unserer Kundschaft auch gut versteht, vor allem die uns am längsten kennen, dass wir das wirklich auch mit Leidenschaft machen. Mittlerweile haben wir uns allerdings aber auch weiter Gedanken gemacht, weil man, das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach, Landwirtschaft als Leidenschaft, das ist über 40 Jahre das bloß stehen zu lassen, sondern wenn man die Themen dieser Welt und die Probleme dieser Welt heute anschaut, dann reicht es nicht mehr. Wir haben uns in unserer Familie über die letzten 5, 6, 7 Jahre doch sehr intensiv auch mit unserer nächsten Generation darüber unterhalten, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Tun wir jetzt das bloß das Motto Landwirtschaft als Leidenschaft weiter vorantreiben und glauben weiterhin daran, dass die Kunden sagen, ja, wir kaufen eure Sämaschinen, eure Gruppe und das gefällt uns, wenn ihr da das macht und so weiter und so fort und das bleibt alles so, wie es ist. Dann sind wir uns relativ schnell klar geworden, nein, so wird es nicht sein. Wir sind schon längst in einer, der nächsten Transformation der Landwirtschaft, die unserer Meinung nach sehr viel mit unserem neuen Motto letztendlich zu tun haben. So haben wir uns auch das neue Motto gegeben. Letztendlich wollen wir dem Schutz der Umwelt und dem gesunden Menschen in Zukunft dienen. Das hört sich natürlich auch wieder ein bisschen abgedroschen ab, aber dahinter steckt doch eine ganze Reihe Überlegungen und Beobachtungen, die wir die letzten 5, 6, 7 Jahre gemacht haben, wo wir uns sehr sicher sind, dass das einen ganz wichtigen Stellenwert hat in unserer Überlegung, in unserer Art und Weise, wie wir unser Unternehmen weiterführen und was für einen Beitrag eben wir zu dem Thema Schutz der Umwelt und gesunden Mensch leisten. Wo kommt das her? Ich meine, wenn man sich so einfache Dinge anschaut, wie zum Beispiel 2/3 der Weltbevölkerung hat eigentlich ein Grundbedürfnis. Sie wollen nicht mehr, auf gut Deutsch gesagt, fetter werden. Jeder hat irgendwo, wenn er bei sich runterschaut, ein Thema, wo er sagt, ja, mir wäre es lieber, ich könnte gut essen, aber ich würde nicht weiter zunehmen, im Gegenteil sogar abnehmen. Das ist einmal das vordergründige Grundbedürfnis. Das hintergründige, was dahinter steckt, ist doch die Erkenntnis, dass also über 2/3 der Weltbevölkerung an Wohlstandskrankheiten leidet, wie Bluthochdruck, Diabetes und so weiter, die in erster Linie mit der Ernährung und vor allem mit der Hochwertigkeit der Ernährung, also Fleisch, Milchprodukte, Fett, Fertigpizzas und so weiter, also Fertigessen und so weiter zu tun haben. Und man merkt, dass da, und jetzt merken Sie an der nächsten Generation schon, dass da ein deutliches Umdenken stattfindet. Natürlich, jetzt gibt es natürlich diese Bewegung Veganismus und Vegetarismus, das sind natürlich, denke ich, nach wie vor noch, in Anführungszeichen, Nebenerscheinungen, aber sind auch vielleicht die Vorzeichen von einer sich weiterhin nach vorne bewegenden Gesellschaft, die auch deutlich sehr stark Gedanken macht, wie wir uns in Zukunft ernähren werden. Und da ist natürlich dann, kommt irgendwann mal der Punkt, dass man merkt, dass der Anteil, ich sage es mal ganz konkret, was unser Geschäft betrifft, also Getreideproduktion, der Anteil pflanzliches Eiweiß in der Ernährung stärker zunehmen wird als tierisches Eiweiß. Das heißt, gut deutsch gesagt, wir werden langfristig erleben, dass tierische Produkte etwas sich reduzieren werden oder mehr reduzieren werden.
Und auf der anderen Seite pflanzliche Produkte auf unserem Teller sich vermehren werden. Und da gehört vor allen Dingen auch pflanzliches Eiweiß dazu. Das ist eine der Beobachtungen, die also zu dieser Überlegung führt. Das zweite Thema ist natürlich, und das ist fast das wichtige Thema eigentlich, Klima, das natürlich heute noch viel, viel bedeutungsvoller ist in der Politik und als Tagesthema, als es vor 5, 6 oder 10 Jahren war, auch wenn es uns die Wissenschaftler schon vor 20, 30 Jahren vorausgesagt haben, dass wir mit dem Thema Klima uns sehr bald, sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Und mit dem Klima und Umwelt, das hängt ja alles zusammen. Da haben wir natürlich eine ganze Reihe Themen. Das eine ist, was kann die Landwirtschaft dazu beitragen, vor allem der Ackerbau, weil das ist die meiste Fläche der Welt, die landwirtschaftlich genutzt wird. Für den Ackerbau und für Getreideproduktion ist ungefähr 1 Milliarde Hektar für diesen Bereich, in dem wir auch tätig sind als Unternehmen. Auf der übrigens über 70% des Kalorienbedarfs direkt und indirekt für die Menschheit erzeugt wird. Das heißt, also, das ist also auch der wichtigste Teil der gesamten Grundnahrungsmittelproduktion. Und da geht es halt dann um das Thema, wie kann man den Boden anders bewirtschaften und behandeln, dass also man Kohlenstoff tendenziell einlagern kann und damit einen positiven Beitrag zum Klima leisten kann, nicht nur CO2 einsparen, sondern letzten Endes auch zur CO2-Senke zu werden. Dann natürlich das ganze Thema Mikrobiologie, das da immer größer reinspielt, was uns im Moment auch immer stärker interessiert, was für Einfluss kann man auf den Boden und die Pflanze haben und indem das eine Mikrobiologie mehr betrachtet und mehr in eine Balance bringt, dass also dann Grundnahrungsmittel auch gesünder werden, Böden in Anführungszeichen gesünder werden, dass man zum Teil auch Chemie dadurch, indem dass man das mit der Mikrobiologie besser arbeitet, teilweise ersetzen kann. Ganz glauben wir nicht dran. Wir nennen ja das ganze Hybridlandwirtschaft, an dem wir langfristig am meisten dran glauben, dass das eine Mischung sein wird aus Erkenntnissen des chemischen Pflanzenschutzes und der traditionellen Züchtung und auf der anderen Seite der modernen ökologischen Wirtschaftsweise, dass das eigentlich zusammengehört und dass da mit Sicherheit ein Weg zu finden ist, der beide Probleme löst, nämlich genügend Nahrungsmittel auf der einen Seite zu erzeugen und auf der anderen Seite mehr Beitrag für Umwelt und Klima zu leisten. Ja, und so letztendlich, man könnte jetzt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Argumente aufzählen, aber das sind einmal die zwei wesentlichen Argumente, die dazu geführt haben, dass wir uns einen neuen Leitfaden gegeben haben, der am Ende darin mündet, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Schutz der Umwelt und der gesunde Mensch sind unsere obersten Prioritäten. Dafür entwickeln wir technische und digitale Lösungen für den modernen Ackerbau.